Hallo Wasteland, hier ist HD Fallout mit dem vierten Teil. Und nachdem wir in Good Springs alles erledigt haben, der letzte Teil war die Quest mit Ringo, machen wir uns nun auf den Weg nach Prim. In diesem Video geht es um die Reise dahin. Wir sehen kurz die Weltkarte, da unten ist Prim. Geht es um die Reise dahin und ungefähr hier kommt jetzt gleich die Grenze, wo quasi das Anfangsgebiet endet. Wenn du an die Grenze kommst, kommt ein Menü, du kannst deinen Charakter nochmal umgestalten, deine Attribute neu vergeben. Du kannst dieses Menü nicht abbrechen. Das heißt, hier kommt's. Ich kann jetzt noch einmal was bearbeiten. Was ich hier nicht bearbeite, ist danach weg. Ich habe es übersprungen, nicht so wichtig. Das Einzige ist hier mit den Fertigkeiten. Ich habe mich für eingefleischter Junggeselle entschieden, weil mehr Männer als Frauen im Wasteland unterwegs sind und 10% mehr Schaden ist nett. Zumal ich, glaube ich, schon zwei Gesprächsoptionen durch den Perk bekommen habe. Ich schätze, Video 7 oder 8 werden wir dann das sehen, was das eröffnet hat. Hier habe ich ein bisschen was rausgeschnitten. Ich habe irgendwo am Horizont Schüsse gehört und bin dann vorsichtig, wie ich bin, hingeschlichen. Und der hat wohl einfach gegen ein paar Fliegen gekämpft. Gegen Bleefliegen. Ich frage mich, wie die Bleefliegen in der englischen Version heißen. Eine grandiose Übersetzung, könnte ich meinen Arsch verwetten. Und hier sind wir an Chance Fallschirmspringer, heißt es, glaube ich. Was für ein dämlicher Name für ein Gebiet, oder? Ich meine, wo wohnst du? Chance Fallschirmspringer. Was? Macht doch gar keinen Sinn. Fallschirmspringerei oder Fallschirmspringerladen wegen mir. Ja, aber nicht Chance Fallschirmspringer. Naja. Beim Sammeln mache ich es meistens so, da ich chronische Platzprobleme habe. Also Dinge, die ich nicht brauche, ja, die nur zum Verkaufen sind, wenn sie weniger Geld bringen als sie wiegen, nehme ich sie nie mit. Und sollten schon mindestens das Doppelte bringen, also wegen mir vier Kronkorken bringen bei zwei Gewicht oder 2:1. Ja, nur dann nehme ich sie mit. Weil es eigentlich unglaublich ist, wie viel Zeit ich damit verbringe, mein Inventar auszumisten. Und ich finde wirklich nie was, das ich wegschmeißen könnte. Ich verstehe das gar nicht. Hier, ich habe 180 Einheiten, ich glaube Pfund sind es. 180 Pfund, die ich tragen kann. Und es ist nie Platz. Es ist wirklich nie Platz. Aber da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues. In Fallout 3 war es ja eigentlich genauso. Das glaube ich in jedem Rollenspiel so, dass das Inventar nicht reicht. Und hätte ich 500 Pfund, wird es wahrscheinlich auch nicht reichen. Und hier geht es jetzt weiter. Da vorne sehen wir Prim. Sind hier auf dem Weg. Nochmal ein kleines Lager mit Pulverbanditen. Ja, da ist er. Der Scharfschütze trifft sogar mit so rostigen Vorkriegsgewehren. Ein bisschen den Ausblick genossen. Und nachdem ich dann doch geschafft habe, ein paar Sachen wieder wegzuschmeißen, hier noch ein bisschen rumgeplündert. Und hast du auch das Problem mit Landminen? Ich nehme mich schon. Ja, es ist. Ich meine, die hätte man jetzt wirklich sehen können. So gut versteckt war die eigentlich gar nicht. Ich denke auch, dass ich mal demnächst vielleicht sogar schon ein Video machen werde, wo es nur darum geht, wo ich über Landminen latsche. Weil mir das so oft passiert, ja, ich glaube, ich laufe öfter über Landminen, als es überhaupt Landminen im Spiel gibt. Das ist phänomenal. Also, wenn du auch gerade nach Prim gehst, die Straße hoch, hier links, da gibt es wieder erwarten nichts zum Sammeln. Die Straße einfach immer hoch, hier kommen noch so ein bisschen Fliegeviecher, die man unterwegs machen kann. Hier habe ich noch ein Gecko vorbeihuschen sehen. Das war nämlich ein Ablenkungsmanöver, weil der andere von hinten kommt. Und da schieße ich ihm voll in die Weichteile. Zum Glück ist er gestorben, sonst wäre er bestimmt richtig, richtig sauer geworden.
Und dieses ganze Fleisch, hier Geckofleisch und von diesen Fliegeviechern, die wir jetzt hier sehen, das kannst du alles verkochen. Da gibt es dieses, ach verdammt, wie heißt die Fertigkeit? Überleben? Hieß es Überleben? Ich glaube, Überleben hieß es. Und abhängig von deinem Überlebensskill, also das ist sowas wie auch Schleichen oder Reparatur, abhängig von dem Skill werden quasi Kochrezepte freigeschalten. Und wenn du ein Lagerfeuer findest, kannst du dann diese Fleischsachen so verarbeiten, dass es in der Regel diesen Stärkeabzug nicht mehr gibt. Also wenn ich das Fleisch so essen würde, habe ich da minus 1 Stärke und irgendwie, keine Ahnung, x Hunger weniger. Und wenn ich es verkocht habe, habe ich halt y Hunger weniger und diese Stärke, diesen Malus, der fällt dann raus. Macht ja auch Sinn. Ich meine, so rohes Geckofleisch, wem wird das gut bekommen? Die haben jetzt rechts liegen lassen, die Fliegeviecher. Weil, also bisher Munition, ich hatte nicht wirklich Probleme und ich schieße verdammt oft vorbei. Aber es ist auch nicht so, dass du dich vor Munition kaum retten kannst, ne? Da, und hier sehen wir bei Brim. Brim ist von Pulverbanditen, sind es glaube ich, ist es besetzt. Die schlappen da alle rum. Und ich habe von hier außen, habe ich mal ein, zwei versucht gleich wegzumachen. Ja, zum Beispiel den da oben. Wobei es bei dem dann nicht so ganz geklappt hat. Es ist halt einfach, es ist halt wirklich arg weit weg. Und wenn man dann noch so gut zielt wie ich, dann ist das Einzige, was man erreichen kann, ist, dass man danach weniger Gewicht mit sich rumschleppen muss, wenn man so eine ganze Munition rausgehauen hat. Ja, also total idiotisch, die Zeit, die ich mir sparen kann, wäre ich lieber gleich weitergelatscht. Weiß nicht, geht es dir auch so? Wenn es dir auch so geht, gib mir einen Daumen hoch fürs Video, dass ich es weiß. Ja, ich glaube, hier habe ich es dann irgendwann eingesehen, dass das total sinnlos ist. Und lass uns mal ein bisschen vorspulen, hier was überspringen. Und hier geht's dann ab nach Prim. Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Prim ist verboten. Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis, die Straße hoch, haben die Stadt übernommen. Alle Bewohner sind tot oder verstecken sich. Außerdem machen auch noch zwei Raiderstämme die Gegend hier unsicher. Sie sollten besser zurück nach Good Springs gehen. Seien Sie vorsichtig. Sie sollten besser mit Lieutenant Hayes sprechen. Sein Zelt finden Sie die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Nein, nee, das ist nicht westlich. Ja, viel besser. Es gibt unheimlich viele Plätze in Fallout New Vegas, die mich wirklich extrem stark an Fallout 3 erinnern. Also ich hab wirklich ein schlechtes Gedächtnis und ich kann mich an nur wenig erinnern. Aber wenn ich dann so eine Szene sehe, wie diesen Untergang. Ja, also Untergang ist ein blödes Wort, aber hier diese Straße da, die jetzt links von uns unten lang führt, die kommt mir unheimlich bekannt vor. Auch manche Gebäude. Ich könnte wetten, die sind 1 zu 1 gerade so imputiert. Aber macht ja nichts. Ich meine, ist schön anzusehen. Ja? Und hier geht's nach Prim. Das ist der Weg. Hier stehen irgendwelche Soldaten rum. Wäre jetzt nicht da, hätte ich wahrscheinlich die Munition geklaut. Und damit haben wir den Teil Weg nach Prim erledigt. Im nächsten Video geht's dann um Prim selbst. Und jetzt kann uns nichts mehr aufhalten auf dem Weg nach Prim. Danke fürs Zugucken und oh. Bis zum nächsten Mal.